Вот где трон-то. Маловато тоже Сергей. Ну, народ мелковатый был. Народ мелковатый, наверное, был. Zu an für den Bau spektakulärer Burgen. Auf einem solchen Felsen thront Burg Trifels, die berühmteste Burg der Pfalz. Wie kaum eine andere steht sie für die Blüte des Hochmittelalters und die Zeit ihrer mächtigsten Kaiser, der Staufer. Die Bedeutung des Namens Trifels, der drei Felsen, ist unklar. Entweder er weist auf den dreifach gespaltenen Felsen hin, auf dem die Burg steht, oder er bezeichnet die drei burggekrönten Bergkegel mit Burg Trifels auf dem nördlichen. 500 Jahre lang war der Trifels bewohnt. Die heute sichtbare Architektur stammt hauptsächlich aus drei Bauphasen, aus dem 12. Jahrhundert, dem 14. bis 16. und aus dem 20. Jahrhundert. Der Ursprung der Burg liegt im Dunkeln. Bei Ausgrabungen wurden Funde aus der Kelten- und Römerzeit gemacht. Im 11. Jahrhundert muss schon eine repräsentative Anlage aus Stein existiert haben, die mit dem Herrschergeschlecht der Salier in Verbindung gebracht wird. 1081 taucht sie erstmals in einer Urkunde auf. Ab 1113 ist der Trifels Reichsburg. Kaiser Friedrich Barbarossa und seine Nachfahren lassen den Trifels ausbauen. Der Hauptturm stammt vom Ende des 12. Jahrhunderts. Die charakteristischen Buckelquader sind die typische Art der Fassadengestaltung der staufischen Epoche. Die Zeit der Staufe ist die geschichtlich bedeutendste Phase der Burg. Durch seine uneinnehmbare Lage auf dem hohen Felsen gilt der Trifels als sicherste Burg im Kernland des Stauferreichs. Deshalb wird die Burg zur Schatzkammer, zum Tresor der römisch-deutschen Kaiser. Schon die Salier hatten hier die Reichskleinodien aufbewahrt, die Symbole mittelalterlicher Kaisermacht. Die Reichskrone, das Zepter, Reichsschwert und Reichsapfel sind nur einige der herrschaftlichen Insignien. Das Reichskreuz birgt wichtige Reliquien, vor allem die heilige Lanze mit dem Kreuzpartikel, das Symbol des wahren Königtums. Die auf dem Trifels ausgestellten Teile sind Nachbildungen, die Originale befinden sich heute in Wien. Damals wurden sie in der Burgkapelle aufbewahrt. Dieser Raum ist einer der wenigen erhaltenen Originalräume des Trifels aus der Zeit um 1190. Als sakraler Ort ist er nach Osten ausgerichtet. Der Kapellenerker stellt ein für die damalige Zeit neues Bauelement dar.
Zisterziensermönche des nahen Klosters Eußertal versehen den liturgischen Dienst auf der Burg. Täglich legen sie den Weg von ihrem Kloster zur Burg Trifels auf Esel zurück. Der beheizbare Vorraum der Kapelle scheint die Wachstube für Mönche und Wächter gewesen zu sein. Burg Trifels ist ein für ihre Zeit ungewöhnliches Bauwerk, mit reinen Verteidigungsanlagen nicht zu vergleichen. Die Burg hat hohen symbolischen Wert für das staufische Herrschergeschlecht. Der Trifels dient nicht nur als Schatzkammer, sondern auch als Gefängnis. Prominentester Gefangener ist der englische König Richard Löwenherz. Auf dem Rückweg vom dritten Kreuzzug gerät er in die Hände seiner Feinde. 1193 wird der berühmteste Ritter seiner Zeit ins sicherste Gefängnis des Reiches gebracht. 3 Wochen Aufenthalt auf Burg Trifels sind nachgewiesen. Seine Haft verbringt er standesgemäß. Nachdem er einer Lösegeldzahlung von 23 Tonnen Silber zugestimmt hat, erlangt er eine relative Bewegungsfreiheit. Man trifft ihn auch im Gefolge des Kaisers, der sein Reich vom Sattel aus regiert. Im Februar 1194 wird Löwenherz in Mainz freigelassen. Um 1230, zur Zeit Friedrichs II., entsteht der Brunnenturm, eine damals einmalige Konstruktion. Im 14. und 15. Jahrhundert wird der Trifels weiter befestigt. Doch die alte Reichsburg hat stark an Bedeutung verloren. Sie wird mehrfach verpfändet. Noch immer verrichten die Eußertaler Mönche hier oben ihren Gottesdienst. Doch längst werden die Reichskleinodien an anderen Orten aufbewahrt. Im 16. Jahrhundert wohnt nur ein Wächter auf der Burg. 1602 brennt die Burg nach einem Blitzschlag. Mitten im 30-jährigen Krieg sucht die Bevölkerung Schutz in den alten Mauern. Danach ist der Trifels unbewohnt. Bis 1670 scheint er noch gut im Mauerwerk gestanden zu haben. Doch bald danach wird er zum Steinbruch. Säulen und Marmorböden werden weggeschafft. Erst im 19. Jahrhundert gibt es wieder Nachrichten von der Burg und auch erste realitätsnahe Bilder. Sie zeigen eine klägliche Ruine. Der Hauptturm ragt noch in voller Höhe empor, auch der Brunnenturm. Die Burgenschwärmerei der Romantiker weckt die alten Ruinen aus dem Dornröschenschlaf. Eines der ersten Fotos von Trifels, aufgenommen vor 1855. Schon im 19. Jahrhundert entstehen Pläne für einen Wiederaufbau. Niemand weiß, wie die Burg im Mittelalter aussah. Die Rekonstruktionsversuche spiegeln den jeweiligen Zeitgeschmack wider. Erst im Dritten Reich werden die Aufbaupläne konkret. Im Sinne der damaligen Ideologie soll aus der Ruine ein Reichsehrenmal werden. Den Machthabern bietet sich hier die Gelegenheit, eine Brücke vom ersten römisch-deutschen Reich des Mittelalters zum dritten Reich zu schlagen. Dieses Modell von 1938 gibt den mittelalterlichen Originalbestand wieder. Das Architektenmodell zeigt den Entwurf für die nationale Weihestätte mit Ehrenmal für die Waffengattungen des Heeres und einer Gedenkstätte für den Führer. Es war weder möglich noch beabsichtigt, die mittelalterliche Burg Trifels zu rekonstruieren. Es ging um eine Neuschöpfung im Stil der Zeit und im Dienste der damaligen Ideologie. Die Neugestaltung des Trifels nahm keine Rücksicht auf vorhandene mittelalterliche Reste. Es entstand ein monumentales Bauwerk auf hohem handwerklichen Niveau. Wegen der Kriegsentwicklung wurden die Bauarbeiten 1942 eingestellt. Der heutige Kaisersaal ist ideal für Veranstaltungen, aber mit dem Mittelalter hat er nichts zu tun.
Bauwerk in den 50er Jahren. Ein unfertiger Torso. Die Denkmalpfleger entschieden sich für den Weiterbau nach den alten Plänen der 30er Jahre. 1964 bis 66 wurde der Turm aus Gründen der Proportion um ein Stockwerk erhöht. Auch wenn nicht alles am Trifels mittelalterlich ist, so ist diese Burg doch ein einzigartiges Geschichtszeugnis. Diese Mauern spiegeln 1000 Jahre deutscher Geschichte wider, die des hohen Mittelalters ebenso wie die des 20. Jahrhunderts. Gracias.